Hallo. Nachrichten werden auf der rechten Seite angezeigt. In der Liste befinden sich sowohl abgehende als auch eingehende Nachrichten. Neue Nachrichten werden mit einem Punkt markiert. Dass ich überhaupt neue Nachrichten habe, kann ich auch an der Zahl in dem roten Kreis erkennen. Ich habe hier eine neue Nachricht. Durch Anklicken der entsprechenden Nachricht wird sie mir angezeigt, wobei eine Nachricht auch Teil einer längeren Diskussion sein kann, die mehrere Nachrichten umfasst. In diesem Fall haben wir ein, zwei, drei Nachrichten. Möchte ich auf eine Nachricht antworten, klicke ich auf Antworten und schreibe meinen Text. Speichern, schickt die Nachricht los. Auf der rechten Seite kann ich meine Nachrichtenliste durch einen Klick auf die Sprechblase aktualisieren. Möchte ich eine ganz neue Diskussion anfangen, kann ich das über das Plus tun. Ich füge ein oder mehrere Teilnehmer hinzu. Schreibe meinen Text. Und ich kann ein oder mehrere Attachments hinzufügen. Ich kann natürlich auch überhaupt kein Attachment dran machen. Speichern, schickt die ganze Geschichte wieder ab und aktualisiere ich meine Nachrichtenliste, sehe ich auch diese Nachricht. Als Abkürzung kann ich auch bei einer Datei oder einem Textobjekt auf der linken Seite auf das Zahnrad gehen und eine neue Nachricht hierzu auswählen. Das entsprechende Objekt ist dann bei den Verweisen automatisch eingetragen. Ganz ähnlich verhält sich es bei Nutzern. Gehe ich auf das entsprechende Symbol bei einem Nutzer und wähle neue Nachricht hierzu aus, ist der Nutzer als Empfänger eingetragen. Vielen Dank.